Im Chat streiten sich gerade zwei Spieler, ob der Crafting-Schlumpf scammt, Freunde. Das geht schon eine Zeit lang jetzt. Wir machen heute Folgendes. Ich bin undercover, mal wieder. Ich bin Coast Guy. Was ist mit meinem Kopf los? Hilfe! Was war das denn? Was? Okay, irgendwas ist hier gerade komplett seltsam, aber ich glaube, geht's jetzt wieder? Lol, okay. Wir werden heute als erstes mal den Crafting-Schlumpf einfach mal testen. PH-Crafting-Schlumpf, weil der soll eben scammen. Ich bin mal sehr gespannt. Es gibt sogar einen Händlerraum, sehe ich gerade. Ist der... Ah, da ist jemand im Boden. Hallo, wer ist denn? Das ist bestimmt der Craft... Oh, ne, hier ist er ja. Der hat sogar einen Griefer-Rang. Ja, moin. Ich schreibe mal direkt, hey. Und dann schreibe ich einfach mal Crafting-Schlumpf. Hast du günstige Beacons? Mal sehen, ob der uns ein paar schöne Beacons verkauft hier. Wir gucken uns mal ein bisschen um, würde ich sagen. Was gibt es denn hier so eigentlich? Ich guck mal ein bisschen vorbei. Hier ist noch ein Händlerraum. Er hat zwei Händlerräume, jetzt ehrlich. Und er hat eine Anti-AFK-Maschine. Alles klar, okay. Mal gucken, ob der günstige Beacons hat, der Crafting-Schlumpf. Ich frag mal, er schreibt ja. Ich frag mal, wie teuer haben nur 950? Er schreibt 1K. Mal gucken, ob wir es für 950 kriegen, Freunde. Ich probiere es einfach mal. Ansonsten würde ich sagen, das wird eine geile Scammer-Folge. Ich werde den Scammern heute wieder Schlimmes antun, aber heute versuche ich keinen Scammer zu bannen. Aber ich sage ganz bewusst, ich versuche es, Freunde. Wenn einer richtig, richtig gemein ist und vollkommen fies ist, banne ich ihn trotzdem. Was hast du sonst noch? Was hast du sonst? Nix, schreibe ich einfach mal. Nix Wertvolles. Komm, mach. Mach doch bitte 950. Ich sehe übrigens gerade jetzt so im Chat, Freunde. Der K113 verkauft gerade Beacons für $500 scamfrei. Da müssen wir auf jeden Fall gleich mal reingucken. Crafting Schlumpf schreibt gerade einfach, nee, sorry. Was? Dann schreibe ich mal, okay, 1K. Habe es doch. Also den will ich jetzt mal unbedingt testen, Freunde. Wegen $50 verkauft er uns den Beacon gerade nicht. Jetzt schreibt er, ja. Doch, echt, schreibe ich mal. Lass machen. Was ist denn jetzt los? Wieso will er nicht mit mir handeln? Ey, pay dem jetzt einfach mal die $1000. So. Er schreibt auch schon pay. So, Geld ist bezahlt. So, ich schreibe mal yo. Was macht er jetzt? Jetzt gehen wir in den Handelsraum. Ne, tun wir nicht. Doch, vielleicht. Warte, hallo? Ah, er versucht, glaube ich, den Beacon gerade abzubauen. Oh, lol. Okay, er holt da jetzt extra einen Beacon aus der Wand. Kriegen wir den jetzt auch? Hallo? Krieg ich den Beacon jetzt? Crafting-Schlumpf? Hallo? Krieg ich den? Er schreibt hier. Er schmeißt sie mir so richtig so. Hier, komm. Wie so einem Bettler schmeißt er mir es gerade zu. Alter. So, jetzt habe ich den tatsächlich bekommen. Okay, das war keine schöne Kauferfahrung hier. Aber zumindest hat er mich nicht gescammt, Freunde. Ich gehe mal direkt zum K, weil ich glaube, für $500 ist dann doch ein bisschen zu günstig. Das könnte ich mir schon eher vorstellen. Leute, hier sind doch schon richtig viele Leute. Okay, der Typ ist auf jeden Fall scamfrei. Alter, hier steht 800 mal scamfrei. Scamfrei. Hier steht hier scamfrei. Alles klar, K. Ich schreibe mal direkt, K, kaufe direkt 10 Stück, damit ich mal seine Aufmerksamkeit kriege. Okay. So, mal sehen, ob er uns hier was verkaufen möchte. Was ist das überhaupt für ein Haus hier? Das ist auch schon wieder so ein böser Banner, Freunde. Das ist safe irgendein Scammer-Clan oder so. Oh je. Ich schreibe mal K als erstes hier. Lass mich rein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Crafting Schlumpf schreibt gerade, kannst du vielleicht in den Chat schreiben, dass ich nicht scamme? Dann schreibe ich mal Crafting Schlumpf zurück. Nee, sorry. Musst schon besser verkaufen. Weil nämlich Leute das behaupten, obwohl es nicht stimmt, schreibt er jetzt. Verkauf mir noch einen Beacon günstig, dann schreibe ich es. So, er schreibt, hab doch gegeben. Ich versuche mal Folgendes. Vielleicht denkt er sich gleich so, ey, du Assi, jetzt wirst du abgezogen hier. Vielleicht kommt da noch was. Wenn nicht, Freunde, dann denke ich, dass Crafting Schlumpf auch gar nicht scammt und so. Ich will jetzt hier keinen Spieler runter machen. Ich glaube, Crafting Schlumpf ist schon ein ehrlicher Spieler. Außer er denkt sich jetzt gleich doch noch. Vielleicht ziehe ich ihn über den Tisch so. Wir gucken mal. K schreibt, komm, ja, wie denn? Ich kann hier nicht rein, Mann. Hallo. So. Er schreibt auch jetzt, ich dachte, du hast kein Geld. Ich schreibe mal, das war Verhandlungsgeschick. So. Also bei K bin ich auf jeden Fall jetzt schon am Start hier. Und K schreibt Hallo. Okay. Hallo. Warte. Hallo. Ich schreibe einfach nur Hallo zurück. Mal gucken, was passiert. Oh. Leute. Ganz wichtig. Crafting Schlumpf schreibt gerade, er verkauft mir ein Beacon für $800.
Karl schreibt jetzt hier voll die Kacke. Warte mal ganz kurz. Karl, komme sofort wieder. Ich hoffe, der nimmt das nicht allzu böse. Dann gehen wir mal direkt zu Crafting-Schlumpf rüber. So. Und jetzt mache ich mal Folgendes hier. Der verkauft mir noch einen Beacon für 800. Das ist echt gut, Freunde. Oh, mal gucken, ob der uns jetzt hier gerade abzieht, Freunde. So, wir gehen in den Keller. Käufer. Okay, ich gehe mal in den Raum hier rein. So. Das schreibt mir Karl gerade. Gehst du in Real Life auch einfach weg im Mediamarkt? Oh Leute, was geht heute schon wieder ab hier auf dem Server? So, Pay schreibt er jetzt. Dann pay ich jetzt Crafting-Schlumpf 800 Dollar. Und jetzt kommt's rum an. Wird er uns scammen, Freunde? Oder nicht? Also jetzt wird's richtig spannend. Jetzt wird richtig spannend, Freunde. Er geht wieder raus. Und wirft mich mit Flaschen ab. Hä? Warum? Crafting-Schlumpf, gib jetzt. Dann schreib ich. Er tötet mich! Er scammt! Oh mein Gott, wir haben den Scammer doch noch enttarnt. Alter Crafting-Schlumpf, du bist so eine kleine Ratte. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Der Ruf von Crafting-Schlumpf auf CP10 ist jetzt hin, Freunde. Der ist jetzt hin. So eine kleine Sau, Freunde. Er hat sich gedacht, yo, er hat mich gebannt. Er hat mich gebannt. Ich schreib mal Scammer. Das ist doch mal nice, Freunde. Den haben wir doch erwischt hier. Geh mal kurz in den Vanish, Freunde. Und dann gehe ich nochmal zu Crafting-Schlumpf. Dem da wird jetzt hier eine. Warte, er schreibt das, weil du so dumm verhandelst, wurde ich gescammt. Ah ja. Ah ja. Da muss ich mal gerade Folgendes machen hier, lieber Crafting-Schlumpf. Strafe muss natürlich sein. Du hast ja hier ein sehr schönes Minecraft-Haus. Was ich finde, der ist auch ein gewissen Wert. Hier oben sind so Beacons am Start und so. Aber du hast dir gerade gedacht, du hast mich um 800 Dollar gescannt. Die 800 Dollar darfst du auch behalten, aber dein Minecraft-Haus, mein Freund. Dein Minecraft-Haus. Das wird jetzt hier richtig schön gemacht, Freunde. Das wird jetzt hier richtig schön gemacht. Und zwar, wie machen wir es denn am besten mal? Ja, komm, ich mach's ganz stumpf, Freunde. Ich mach's ganz stumpf. Ich ersetze einfach alles durch Dreck, komm, so. Einfach replace Dreck. Ups, ups, das ganze Haus ist aus Dreck. Das tut mir jetzt aber leid, mein Freund. Ich muss dann auch mal los. Wir sehen uns noch, wir sehen uns noch. Ich schreibe einfach haha. Oh, der ist gerade offline gegangen. Okay, Crafting-Schlumpf, wenn du dann irgendwann zurückkommst, dann wirst du das ja noch sehen hier. Da wünsche ich dir viel Spaß mit diesem wunderschönen Häuschen hier. So, wir gehen jetzt nochmal zum K. Ich schicke nochmal eine TPA. So, ich schreibe jetzt, sorry, kaufe jetzt deine Sachen. Er hat sogar direkt angenommen. Sehr cool. Oh, nice. Er hat auch wieder diesen komischen Kopf, der so rumbackt. Alles klar. So, er schreibt, ah ja, 10 Stück bitte für 5K. So, er schreibt KK, okay. Das ist dein Einsatz. Alles Einsatz. Ich will 10 Beacons für 5K. Also ein Beacon hat 500 Dollar, Freunde. Das möchte ich haben. Das klingt schon mehr nach irgendeinem Spielcasino. Kann das sein, dass das hier irgendwie... Okay, er schreibt alles klar. Also er hat jetzt ganz klar bestätigt. 10 Beacons für 5K. Das sind 500 Dollar pro Beacons. Wir gucken mal, okay? Wir gucken einfach mal. Dann komm nach oben. Ja, ich bin doch hier oben, Alter. Ich bin doch hier oben. Ja, das bringt doch... Hä? Was ist das denn? Okay, er baut es hier irgendwie zu. Okay, alles klar. Also wir sind jetzt hier anscheinend abgeschirmt. Okay. Was ist das denn? Gut, ich pay einfach dem K mal 5K. So, Geld ist raus. Hallo, K? Was machst du da gerade? Was tust du? Ich habe dir gerade mein Geld gegeben. Geh in die Ecke da hinten. Gut, dann gehe ich jetzt hier in die Ecke. Gut, ich bin in der Ecke. Er kommt mit... Hä? Er setzt... K. Das gibt's doch gar nicht. Und der will die ganze Zeit, dass ich vorbeikomme, um einen Scammer zu töten. Okay, ich bin bereit. Ich schreibe mal ja. Wozu soll ich denn... Okay, er zieht jetzt... Hä? Was ist das denn? Okay, er zieht eine Rüstung an. Was macht er jetzt? Hä? Habe ich irgendwie Rechte oder so jetzt? Nee, oder? Warte mal, PI? Nö, ich habe keine Rechte. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Er hat PvP angemacht. Okay, er hat PvP angemacht. Ah ja, okay, warte. Ah, okay. Schnell weg hier. Er will mich töten. Der scammt. Er schreibt Go Kampf. Ich schreibe mal, warum Scammer? Oh mein Gott, TPK. Warum scammst du denn, mein Freund hier? Ach so, der vom 7PH-Clan wollte mich die ganze Zeit schützen und schreibt, tut weh, oder? Und der schreibt jetzt, was für Scam. Ja, folgendes gerade, Freunde, hier. Ich baue einfach mal die Beacons jetzt gerade hier ab, da. Komm, ich gönne mir die einfach mal. Zack, hier den einen. Das dauert ein bisschen lange für mich. Wisst ihr was? Ich mach's anders, Freunde. Ich mach's anders. So ein Scammy ist mir eh zu blöd. P-Clear, komm. Ganz ehrlich, das reicht mir. Und lieber K, dich kill ich auch noch schnell. Ups, tut mir aber sehr leid. Und lieber K, weil du so richtig dreist scamst,
dein Geld ist auch noch weg. So, man sieht sich. Karl, du hast gar nichts mehr. So, wir gehen zum nächsten, Freunde. Mir reicht das. Wir haben um den Beacon gekämpft. Nehmen wir nicht. Wir haben gerade vereinbart, dass ich 10 Beacons kriege, 5k. Du hast mich getötet. Das war kein fairer Kampf und wir haben es auch gar nicht vereinbart, dass wir kämpfen. Also bitte halt einfach dein Maul. Ich gehe zum nächsten und kaufe jetzt bei einem ehrlichen Typen ein. Der 7PH-Clan lacht ihn gerade übrigens voll aus. Der Scammer hat gerade seinen GS resettet mit Beacons drauf. Sehr geil, Freunde, sehr geil. So, 160k schreibt Irodi für einen Spawner. Dann schreibe ich mal 150k und schicke ihm mal eine TPA. Mal sehen, ob er da Bock zu hat. Okay, er schreibt 158k. Das nehme ich dann einfach mal an hier. Na gut, ich schicke nochmal eine TPA. Oh, da sind wir auch schon. Bitte einmal zu meinem ersten Plot. Okay, ich paye jetzt einfach mal guten Gewissens hier. 158.000. So, das Geld ist raus. Der Spawner ist da vorne. Er packt ihn in die Truhe. Super, ich darf es rausnehmen. Das, Freunde, das hier ist ein richtig fairer Trade. Irodi, Ehrenmann. Du bist der Einzige in dieser Folge heute, der halbwegs normal sich verhalten hat wie ein Mensch und nicht irgendeine Scheiße abgezogen hat. Deswegen gönne ich dir einfach mal den Spawner wieder hier. Man sieht sich. Ich pay dir übrigens auch noch meine $200. Weil ganz ehrlich, als Einziger, jetzt habe ich ihm gerade 2000. Ich habe Minusgeld jetzt. Ey, das war nicht meine Absicht. Warte mal. Das wollte ich so nicht. So, jetzt habe ich wieder. Jetzt hat er halt $2000 bekommen. Irodi, gönn dir das Ganze. Du bist der einzige Ehrenmann in dieser Folge. Der Rest hat sich nicht verhalten wie ein normaler Mensch, sondern hat mies gescammt. Scammer sind leider einfach Dreck hier. Aber ihr wisst es ja. Wenn ich mehr vom Scammer-Suche machen soll, denkt an Daumen nach oben. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich halt Scammer erwischt habe, leider. Wo das eigentlich ganz gut ist, wenn ich sie erwische. Und 7PH schreibt jetzt: Ich habe mich verliebt. Danke. Oder wie ist das gemeint? Freunde, das war's mit der Folge. Denkt an Daumen nach oben. Habt einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Und tschüss.